So, Sportart haben wir an der Stelle Sus und Strolch. Den habe ich als Kind schon mal angeschaut und den habe ich jetzt heute Abend noch mal angesehen, den ersten Teil. Ich habe mich wieder zurückerinnern können, den sah ich schon mal als Kind. Und da kamen schon wieder schöne Kindheitserinnerungen hoch. Und den ersten Teil habe ich mir angesehen. Ich bin mir fast sicher, den zweiten Teil habe ich noch nicht gesehen. Den schaue ich mir auch gleich drauf an. Auf jeden Fall ein super schöner Film, ja. Liebe Freunde, du bei fast jedem Film, du den Trailer, teil da meinem Community-Bereich, wie das funktioniert, hat mir der liebe Radrick gezeigt. Dann im Community-Bereich könntet ihr auch bei mir im Kanal auch die Trailer finden zu diesem Film, wo ich hier vorstelle. Und da mache ich natürlich auch Kanalwerbung für die Leute, die den Trailer vorstellen. Dann habe ich was davon, der andere Kanal hat was davon und ihr habt was davon, ja. Win-win-Situation, ja. Ja. Auf jeden Fall definitiv schöne Hülle, ja. Bei Walt Disney ist immer alles magisch und zauberhaft, ja. Ist die Papierbox, da ist der zweite Teil noch drin. Und auf der Hülle ist die Suse abgebildet, der Hund. Ja, ja und hier die berühmte Spaghetti-Szene, ja. Sorry, den kleinen Kameraschwenker. Ja, der Filmberg wurde größer. Ich sollte ja kleiner war, aber. So. So, jetzt passen, ja. Würde es passen, ja. So, liebe Freunde, Suse und Strolch ist ein Film, der ist also jetzt zu kalten Herbstzeiten passt der gut rein, ja, für eine kuschelige Wohnung. Und er ist auch ein super Weihnachtsfilm, weil das Happy End, also fängt an mit Weihnachten und er hört auf mit Weihnachten und von daher ist ein super Weihnachtsfilm. Das Happy End findet auch am Weihnachten statt. Also ein sehr schöner Weihnachtsfilm. Kann man auch bei Weihnachten super anschauen mit der Familie, mit Kindern, mit Freunden. Ist ein Dauerbrenner, das meine ich damit. Den kann man als Kind anschauen, den kann man als Jugendlicher anschauen, den kann man als Erwachsener anschauen, den kann man auch als alter Mann anschauen oder als alte Frau. Also das ist ein herzzerreißender Film. Und zu Weihnachten beschenkt er ein Mann seine Frau, einen Hundewelpen. Eine Hündin namens Susi, die in ihrem neuen Zuhause ganz aufgeregt hin und her wischt und auch im Bettchen von Herrchen und Frauchen schlafen will. Ja, gemalte Bilder sind immer geduldig. In echt würde ich jetzt mit Hundebabys aufpassen, weil die kommen dann auch im Schlaf zu quetschen, verletzen, das muss nicht sein. Würde ich eher ja, jetzt nicht ausgrenzt, so wie in diesem Spielfilm mit dem Raum, mit bestimmten Raum und so. Kommt drauf an, wie groß das Hundewelpe ist, aber jetzt in der Regel das aus dem Bett rauslasse. Wenn der Hund größer ist und will dann immer noch im Bett schlafen, ist was anderes. Aber da wäre ich im echten Leben vorsichtig, ist ja mehr ein Film, daher sind gemalte Bilder immer anders. Ja. Was mir bei den Walt Disney-Filmen sehr gut gefällt, ist halt das Mitfühlende, das Emotionale. Da wird da die soziale Intelligenz gefördert mit diesen Filmen. Ja. Ein Hund hat die deutsche Stimme von der deutschen Synchronstimme von Bud Spencer. Da hat dieser Mensch, der für die Bud Spencer spricht für die deutschen Filme, hat halt für Suse und Strolch auch die deutsche Synchronstimme gesprochen. Habe ich jetzt fast vergessen. Bei Ariel, die neue Version, die Meerjungfrau, spricht der Superstar Awkwafina diesen Vogel. Ja, Awkwafina auch eine Traumfrau, muss ich sagen. Und die würde sehr gut zu mir passen. Die hat auch eine Schraube locker wie ich. Das perfekte Pärchen. Ja, ja. Wollen wir wieder auf Suse und Strolch eingehen, diesen Film?
Ja, Frauchen, ja, bekommt ein Baby und dann ist die arme Suse mal zweitrangig oder drittrangig und das hat sie jetzt die andere Hunde. Ja, da kommt eine schräge Tante vorbei, Tante Clara, ein bösartiges Wesen, ja, und weil der Mann und die Frau gehen in den Urlaub und die passt dann auf das Baby auf und auf den Hund auf und da wurde der Hund gleich schlecht behandelt. Die hatte auch gleich ihre Perserkatze mit, die in dem Zeitalter für bösartig sind. Und das Haus verwüstete und dann hat man es auf den Hund geschoben. Dann bekommt der Hund einen Maulkorb in einem Zooladen. Der Hund haut ab und der Strolch, der schon mal Kontakt hatte mit der Susi, hat sie dann aufgefangen. Und als Susi angegriffen worden war von Straßenhunde, hat mit Hunde-Kung-Fu hat der Strolch die Susi gerettet. Und dann fingen sie an, Abenteuer zu erleben. Die hatte immer noch einen Maulkorb um mit der Leine. Dann fragt sie im Zoo und Tiere, ob jemand ihr helfen kann. Wie schon gesagt, trotz Spoiler-Alarm, ich will noch Spannung erhalten. Wir können ja erst den Film anschauen, den Bericht, oder den Bericht an den Film, da ist der Film immer spannend, wie die Susi von dem Maulkorb befreit worden ist und von der Leine. Müsst ihr euch selber anschauen. Ja. Dann, ja. Wir schreiben immer so Stichworte auf, dass es leichter ist. Im Hinterhof von einem italienischen Restaurante bekommt er immer der Strolch sein Essen oder bei anderen Lokalen. Und die Italiener sind ja immer sehr herzlich zum Strolch. Jetzt bringt er seine Susi mit. Und für ein romantisches Festmahl gibt die Küche das Beste her, was zum Gelben gibt. Spaghetti mit extra Fleischbällchen. Und dann kommt ja die berühmte romantische Szene, wo eine lange Nudel zusammen ist und die beiden sich küssen. Ein herzzerreißender Film. Ja. Dann holen die Hühner jagen und der Bauer schießt auf sie, die kommen gerade noch so weg. Und der Stroh sagt, ja, das ist das wahre Leben. Und ich dachte, das wahre Leben ist so riskiert, dass du stirbst. Ich weiß auch nicht. Ja. Ja, dann kommt der Hundefänger, der fängt die Susi ein und dann kommt ein Zwinger. Aber sie ihr angetan hat, kommt sie schneller raus, wie sie denkt, und kommt dann wieder nach Hause. Und im Hundezwinger hat sie von anderen Hunden erfahren, dass der Strolch ein Frauenheld ist und da ein Herzen bricht. Da war sie vom Strolch nicht so begeistert. Als der Strolch wieder auftauchte, zeigt sie ihm die kalte Schulter. Ja, vielleicht haben sie vom Hundezwinger von einem anderen Hund gesungen, der Strolch heißt. Solche Missverständnisse gibt es ja auch im echten Leben, nicht nur in Kindermärchen. Ja. Ja, die Tante Clara, die hat wirklich, auf Schwäbisch würde man sagen, nicht ganz bar. Die Kette, die Suse an Hundehütte draußen hin, die nicht ganz dicht ist. Die Hundehütte, die Clara erst recht nicht, also in die erfundene Figur in dieser Filmreihe. Und Suse sieht, wie eine Ratte in das Haus geht und das Babys Gesundheit gefährdet. Der Strolch rettet quasi das Baby, Susi kann sich von der Kette losreißen und also ja, hat noch ein bisschen Kette am Hals, weil das aus der Hundehütte reißt halt der Anhang und Clara betritt wieder den Raum, versteht wieder alles falsch, holt den Hundejäger, der quasi den Hund mitnimmt, den Strolch. Die Susi bekommt Ärger. Die Besitzer kommen schnell heim. Die verstehen die Suse am besten, loben die Suse für ihre Tat. Andere Hunde versuchen den Strolch zu retten, als sie erfahren haben, was passiert ist, dass eigentlich das Strolch das Baby retten wollte vor der Ratte. Ja, und haben den Strolch dann befreit. Ein Hund wurde verletzt, aber er hat dann einen Gips. Und dasselbe End war, dass nicht nur der Mann und die Frau ein Baby hatten, sondern Susi und Stroich haben auch Babys. Und am Weihnachten machte der ein wunderschönes Foto. Wirklich ein sehr schöner Film. Gut gezeichnet, gute Lieder, oldschool-mäßig. Sehr schön der Film.
Also mir hat er so gut gefallen. Ich schaue mir auch gleich mal Susi und Strolch Teil 2 an. Also die Walt Disney Filme sind hammerschön. Ja. Sehr romantisch der Film. Das ist eine gute Story. Ja. Kommt Familie-Feeling auf, Romantik-Feeling auf, Weihnachts-Feeling schon. Ja. Also für jeden Alter ist der Film. Ja, also der Film bombenmäßig, ja, hat ein Herz verdient. Ja. Hat ein Herz verdient. Ja. Hat mir sehr gut gefallen. Ja. Jo, da war's mit Susi und Strolch und ja. Und ja. Wunderschöner Film. Eigentlich war es noch nicht, weil ich schaue mir jetzt gleich den zweiten Teil an und die Disney-Klassiker und auch allgemein, was Disney macht, Neuverfilmung und Altverfilmung, die sind immer super. Die neue Arielle, der Awkwafina spielen soll, hätte sie bestimmt auch gut gemacht. Hat Halle Berry gekriegt, die Rolle, hat Halle Berry super gemacht. Hätte auch Awkwafina perfekt gemacht, aber Halle Berry hat es auch perfekt gemacht und Halle Berry hat Awkwafina hat ja dann auf die Originalübersetzung diesen Vogel sprechen dürfen. Muss ich mal eine Originalübersetzung machen. Ariel, die neue Version hat mir sehr gut gefallen. Ich habe einen eigenen Kopf und man weiß ja, wie viel aufwendig so die Filme gemacht sind. Und wenn die Zuschauer bei Haare herbei, Fehler herbeiziehen, dann ist das für die Leute, die für so eine Filme Leistung bringen, nicht gerechtfertigt. Ich persönlich fand die neue Ariel super und finde es schön, dass die Afro-Community auch da geehrt wird damit und dass die Kinder ihre die Afro-Kinder damit auch eine Figur haben, auch wenn es jetzt eine Fantasiefigur ist, zu denen sie aufsehen können. So, wie so gesagt, jetzt wieder zu Susi und Strolch. Sehr schöner Film. Der Hochbrenner kann man immer wieder anschauen und ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend. Und hoffe, die Leute, die ich nominiert habe für den Tag, bringen bald ihre Antwort auf meine Fragen. Ich wünsche euch was.